Herzlich willkommen zum 6. Teil der Videoserie über unseren Sommerurlaub 2015 in Südtirol. Diesmal geht es um das Burggrafenamt. Im Mittelalter unterstand das Etschtal in der Nähe von Meran dem Burggrafen von Tirol. Daher stammt der Name Burggrafenamt für diese Region und für die heutige Bezirksgemeinschaft. Unser erstes Ziel im Burggrafenamt ist die Gemeinde Partschins. Partschins liegt ein paar Kilometer westlich von Meran und ist der Heimatort von Peter Mitterhofer. Ihr kennt Peter Mitterhofer nicht? Nun, da will ich euch weiterhelfen. Peter Mitterhofer erfand 1864 die Schreibmaschine und daher wurde in Partschins zu seinen Ehren ein Museum eingerichtet mit sehr, sehr vielen Schreibmaschinen. Das haben wir uns angeschaut, das sehen wir jetzt auch gleich, und danach haben wir auch noch ein zweites Museum in Partschins besucht, nämlich die Eisenbahnwelt. Eine riesig große Modelleisenbahnanlage. Diese beiden Sachen schauen wir uns jetzt an. Ja, auch bei Nacht faszinierte uns die Modellbahn wirklich sehr. Wir bleiben gleich in Partschins, begeben uns jetzt aber in die freie Natur, und zwar zu einer wirklichen Natursehenswürdigkeit. Auf 97 Meter stürzt nämlich das Wasser beim bekannten Batschiner Wasserfall in die Tiefe. Und das schauen wir uns an. Die Gemeinde Marling, ein paar Kilometer südwestlich von Meran, ist vor allem wegen dem Wahlweg bekannt. Der ist nämlich wirklich sehr gut erhalten und wird auch oft und gerne besucht. Auch wir schauten uns den Wahlweg an, den sehen wir dann zum Schluss des kommenden Beitrages. Zuvor jedoch sehen wir den Naturerlebnisweg in Marling mit seinen 26 wirklich toll ausgestatteten Stationen. Kalt. Schon. wunderschönen Blick auf Meran verlassen wir Marling und begeben uns ins Tal zu Etsch. Der Etsch ist der zweitlängste Fluss Italiens und dort war für uns Action angesagt. In Lana mieteten wir uns nämlich ein kleines Boot und fuhren damit rund 17 Kilometer stromabwärts bis nach Sigmundskron. Das war wirklich ein tolles Erlebnis und schauen wir uns das jetzt mal an. Ja, natürlich war es auch etwas nass, vor allem zum Schluss für die Kamera, aber keine Sorge, sie hat es überstanden. Und auch wir haben es überstanden. Und es ging dann schlussendlich mit der Bahn wieder zurück an den Ausgangsort. Apropos Bahn, mit der Seilbahn Pfalzeben fuhren wir in das bekannte Meraner Ski- und Wandergebiet Meran 2000. Doch wir wanderten nicht dort und fuhren natürlich auch nicht Ski, sondern diesmal stand was anderes im Mittelpunkt, nämlich Sommerrodeln. Das ist geil! Macht viel Spaß! Aber es sieht auch schön. Hallo! Das war's. Da dürfte wohl die Kamerafrau ein wenig die Orientierung verloren haben, aber das ist nicht weiter tragisch, denn wir sind bereits am Ende des 6. und letzten Teiles der Videoserie über unseren Sommerurlaub 2015 in Südtirol. Schaut euch auch alle anderen Teile an, es zahlt sich wirklich aus, und wenn es euch gefallen hat, lasst sowas hier und vielleicht sogar auch ein Abo.